Hallöchen Leute, Tobias ist hier, heute mit dem letzten Video zu Set 9. In zwei Wochen startet die Mid-Season und ich weiß ganz genau, viele von euch wollen noch ihr Saisonziel erreichen. Deswegen gibt es heute nochmal einen Überblick zu den aktuellen Meta-Comps und was ihr unbedingt bei diesen Comps beachten müsst, um Erfolg zu haben. Ich habe schon über 700 Games in diesem Set gespielt und mein Wissen gebe ich euch natürlich gerne weiter. Am 13. September startet das neue Mid-Set und dann gibt es natürlich nochmal sehr viel neuen Content. Wir verlieren den Yordle-Trade und Shadow Isles, dafür kommen zwei neue Regionen hinzu mit Ixtal und Bilgewater und einige League of Legends Champion feiern auch ihr Debüt in Teamfight Tactics und Silco kommt zurück. Alles weitere dazu im nächsten Video. Kommen wir nun zu den aktuell stärksten Meta-Comps. So, wir fangen an mit Aphelios. Bei Aphelios gibt es verschiedene Varianten. Wir beginnen hier erstmal mit der Freyot-Variante. In der Variante will Aphelios unbedingt ein Rageblade haben, das ist extrem wichtig, und zwei Damage-Items. Deathblade und Giant Slayer machen sich in der Regel besonders gut. Ihr könnt aber auch Doppel-Giant Slayer, Doppel-Deathblade, Doppel-Rageblade spielen. Tank-Items priorisieren, Aphelios braucht Zeit. Gerne Sejuani-Items geben, weil Shen ist extrem contested in diesem Set, werden wir jetzt noch gleich sehen. Fast jede Comp spielt Shen. Shen ist im Durchschnitt viermal contested pro Lobby. Extrem schwer auf 2 zu bekommen, deswegen gerne auch Sejuani itemizen, weil ihr Shen natürlich auf 2 findet. Könnt ihr natürlich auch Shen itemizen. So, jetzt gibt es verschiedene Aphelios-Varianten. Die Oldschool-Variante ist 4 Deadeye zu spielen, mehr Damage reinzubekommen über Urgot Akshan. Das solltet ihr auf jeden Fall in Erwägung ziehen, wenn ihr Blutdürster und Titan zum Beispiel noch für Urgot habt. Wollt ihr auf jeden Fall itemizen. Wenn ihr 4 Deadeye spielen wollt, muss Urgot itemized werden und auch Booster werden. Als drittes Item für Urgot gerne noch ein Titans BT, Heilung Band of Justice oder einfach Damage geben. Alternative Comp, was momentan immer mehr Popularität bekommen hat, ist Soraka sowie Ryzen zuzufügen. Heißt, wir spielen eine 4 Invoker-Variante. Diese Variante wird vor allem gerne mit Marcy gespielt. Über das 2-1 Augment mit Pumping Up kriegen wir mehr Attack Speed. Aphelios hat natürlich dadurch höheren DPS von Anfang an, aber alle anderen Units bekommen auch mehr Attack Speed und durch Gotta Go Fast können diese Units direkt noch mehr Mana generieren, casten früher. Das heißt, Utility Units wie Ryze, Soraka, Ashe können die häufiger casten und dadurch ist die Comp ziemlich strong. Die dritte Variante von Aphelios ist die Bastion-Variante. Diese Variante wurde vor dem B-Patch sehr, sehr viel gespielt, bevor Vladimir genervt worden ist. Mit Transfusion kann man den besten Units noch mehr HP geben. Aphelios bekommt mehr Zeit. In der Variante muss man Aphelios mit Doppel-Rageblade spielen, weil die Comp so tanky ist, dass man sehr viel Attack-Speed stacken kann. Irgendwann ist der Punkt erreicht, wo Aphelios extrem hohen DPS hat, auch ohne Rayot. Als drittes Item eignet sich hier sogar in der Variante Titans Resolve. Ihr könnt aber hier natürlich auch nochmal Deathblade oder auch einen Giant Slayer spielen. Problem bei der Variante ist, ihr müsst Shen itemizen, wenn möglich, und Shen ist halt super contested. So, wie capt man dieses Board hier noch? Häufig wird in der Variante gerne eine Gwen gespielt. Für Shadow Isle macht Maokai tankiger und Gwen ist nochmal eine weitere DPS-Unit, die auch tanky ist. Hier kann man übrigens auch gerne Blutdürster und Titans Resolve geben. Wir sehen, diese beiden Items können wir natürlich auch ganz gut auf einen Urgot packen. Über Deadeye kann man auch Urgot Gwen spielen beispielsweise. Habt ihr mehr Attack-Damage-Items, könnt ihr Urgot über Gwen spielen. Habt ihr mehr Ability-Power-Items, könnt ihr halt Gwen in der Variante spielen. Theoretisch könnt ihr auch beides spielen, aber häufig ist es ein Entweder-Oder. Hier gibt es natürlich jetzt noch weitere Möglichkeiten, wie ihr euer Board capt. Beispielsweise passt zu Gwen richtig gut noch Aatrox, um den Slayer-Bonus mit reinzuholen. Und Aatrox kann nochmal HP geben auf den jeweiligen Bastion-Units. Vor allem, wenn ihr noch die Möglichkeit besitzt, Bastion-Emblems nutzen. Beispielsweise auf einer Gwen könnt ihr auch in Richtung 6 Bastion gehen. Was natürlich in der Variante auch mehr Utility mit reinbringt. Ansonsten könnt ihr natürlich auch noch immer hier in Heimerdinger reinspielen. Gerade weil ihr ja natürlich auch ohne Freyot spielt, eignet sich ein Heimerdinger sehr gut, um Penetration mit reinzuholen. Über Shrink. Und falls ihr kein Anti hier habt, könnt ihr auch noch Mechanosform mit reinholen. Gerade weil ihr natürlich auch eine tanky Frontline spielt, hat Heimerdinger relativ viel Zeit, um Schaden zu machen. Und er hat natürlich hier auch nochmal gerne ein Rageblade. So, kommen wir zu Zeri. Zeri wird in der Regel in zwei Hyrule-Positionen nur gespielt. Einmal mit einem Piltover-Opener in 2-1. Das heißt, ihr habt früh Echo, Vi, Jace oder halt eine Uri stattdessen. Verliert die ganze Zeit bis kurz vor den Wölfen, um dann Loot vom T-Hex zu bekommen und einen starken T-Hex. Und von dort aus arbeitet ihr weiterhin. In der Regel sieht das Board danach ungefähr so aus. Ihr müsst auf jeden Fall Zeri-Items priorisieren. Gerne Last Whisper Rageblade plus ein Damage-Item, beispielsweise ein Giant Slayer. Tank-Items sehr, sehr wichtig. Bestenfalls gehen die dann später auf Sejuani. Und Urgot kriegt natürlich dann hier auch wieder ein PT Titans. Die andere Möglichkeit, Zeri zu spielen, ist über 6 Zorn.
Dafür braucht ihr ein Zaun-Emblem über Augments oder über Portale. Wenn ihr das habt, könnt ihr diese Variante spielen. Der größte Hyrule ist hier Unstable Chemtech Jarvan. Das heißt, ihr macht Jarvan zum Zaun, gebt den Warmogs gerne auch zwei Warmogs, stellt ihn solo in die Frontline, dass er möglichst früh stirbt. Jarvan springt in den Gegner und das Board explodiert. Ihr habt immer ein 50-50, ob ihr entweder Unstable Chemtech oder Exoskeletten bekommt. Wenn ihr Exoskeletten bekommt, könnt ihr auch Jarvan theoretisch spielen, aber in der Regel ist ein Zion sogar mehr wert. Ist natürlich schwieriger zu bekommen bei Legendary. Aber wenn ihr Exoskeletten habt, solltet ihr eventuell Zion in Erwägung ziehen. Zion gibt ihr natürlich dann auch gerne diese Warmogs und dann spielt ihr natürlich noch eine Sejuani rein für Bruiser. Noch mehr Frontline könnt ihr dann beispielsweise noch einen Aatrox oder Narsus reinholen für Juggernaut und von dort aus weitermachen. So, kommen wir zu den 6 Challengern. Bei 6 Challenger solltet ihr Yasuo itemizen, gerne mit Edge of Night und Deathblade. Edge of Night ist wichtig, damit Yasuo Akku-Reset bekommt und Deathblade erhöht seinen Schaden enorm. Yasuo hat mittlerweile sehr, sehr gutes Attack-Damage-Scaling bekommen. Aber in der Regel ist auch eine Kaiser sehr wichtig. Kaiser will unbedingt einen Shojin haben und 2 Damage-Items. Häufig wird ein Crit-Build gewählt, weil die Fights mit 6 Challenger sehr, sehr schnell sind. Das heißt, Jeweled Gauntlet plus Guardbreaker oder zum Beispiel Jeweled Gauntlet plus Hand of Justice. Tank-Items wollt ihr später auf den Shen haben. Vorher ist es meistens auf den Set. Spielt ihr erstmal ohne Shen, dann hat Set die Items und später werden die dann auf Shen übertragen. Yasuo wollt ihr meistens in der zweiten Reihe positioniert haben, dass er hier zu den Gegnern reinläuft, weil dann er die Möglichkeit hat, auf die Carries zu springen. Also er muss versuchen, immer irgendwie, bevor er das erste Mal castet, in die gegnerische Seite reinzulaufen und dann kann er direkt die Carries angreifen und töten. Yasuo zusammen mit Kaiser töten in der Regel dann relativ zügig Carries und dadurch gewinnt man die Fights. Alternativ könnt ihr natürlich auch Kalista itemizen, vor allem wenn ihr sie auf Freestyle bekommt. Gerade im Early Game mit Statics zum Beispiel oder wird auch gerne Ragebait gespielt, aber ihr könnt natürlich auch nochmal Items wie ein Giant Slayer oder vor allem mit Static ist auch ein Guardbreaker richtig stark. Wenn ihr ein Challenger Emblem bekommt, könnt ihr entweder Samira rausschmeißen oder versuchen 8 Challenger zu gehen. 8 Challenger ist extrem stark. Die besten Challenger Item Träger sind in der Regel Belveth, Aatrox und Heimerdinger mit dem Turret. Weil der Turret bekommt so viel Attack-Speed wie Heimerdinger hat. Deswegen ist er auch ein sehr, sehr guter Attack-Speed-Item-Träger Aatrox. Und bei Belveth haben auch sehr, sehr gutes Attack-Speed-Scaling. Demnach sind auch diese 3 gute Ionia-Emblem-Träger. Das heißt, entweder ihr habt 2 Challenger-Emblems und könnt dann zum Beispiel Aatrox spielen und Shen. Und dann habt ihr eine 8 Challenger-Variante zum Beispiel. Oder wenn ihr nur ein Emblem habt, schmeißt ihr halt Samira raus. Und dann könnt ihr noch zusätzlich irgendwas dazu holen. Beispielsweise ein Heimerdinger ist sehr beliebt für Anti-Heal und Penetration. Aber ihr könnt zum Beispiel auch noch eine Gwen dazu holen, die ist auch mal gerne gesehen, gerade mit Aatrox zusammen gepaart. Könnt ihr noch Shadow Eye und Slayer reinholen. Macht sich auch sehr gut. Kleiner Hinweis, für Yasuo ist es nicht super wichtig, Heilung zu haben. Er hat in seinem Ionia-Kit Omni-Vamp drin, das heißt, er heilt sich sowieso. Es geht eher darum, dass Yasuo mithilfe von Kaiser schnellstmöglich die Backline killen kann. Deswegen gerne Yasuo als drittes Item beispielsweise ein Titan's Resolve geben oder ein Infinity Edge. So, kommen wir zur 6 Ionia-Variante. Relativ ähnlich zum Challenger-Board. Diese Variante wird häufig gespielt, wenn man entweder einen Ahri findet oder ein Ionia-Emblem. Auch Kaiser wird hier sehr gerne itemized. Aber ihr könnt natürlich auch die Items von Kaiser auf eine Ahri transferieren, dann Ionia spielen. Wenn ihr beispielsweise ein Ionia-Emblem bekommt und Ahri itemized, müsst ihr keine Kaiser spielen und könnt beispielsweise auf 2 Challenger runtergehen und dafür andere Units spielen. Beispielsweise ist hier ein Aatrox gerne gesehen, um Ionia-Emblem zu spielen. Ihr könnt natürlich auch auf einen Kalista packen beispielsweise, da gibt es halt viele Varianten, dass ihr auch statt Aatrox einfach nur Taric spielt. Da seid ihr eigentlich relativ flexibel, was ihr noch zusätzlich spielen könnt. 9 Ionia würde ich euch nur empfehlen, wenn ihr 2 Ionia-Emblems habt, sonst müsst ihr zu viele schlechte Ionia-Units spielen. So, kommen wir zu Azir Carry. Azir Carry hat auch nochmal verschiedene Varianten. Wenn ihr Azir Solo Carry spielt, wollt ihr mindestens 5 Shurima spielen und Scaling-Items benutzen. Das heißt, Rageblade und auch Archangel sind sehr, sehr gut, weil die Fights relativ lang gehen, weil ihr eine tanky Frontline habt und erst nach 8 Sekunden ascendet und dann nochmal den extra Attack-Speed-Boni bekommt und dann nach 8 Sekunden könnt ihr komplett loslegen. Gunblade hilft, um die Frontline aufrechtzuerhalten, weil eure Frontline natürlich möglichst lange leben soll und auch Azir selbst. Narsus ist euer Main-Tank, Jarvan und Cassante lieben beide Protectors Vow, gerade auch Warmogs ist extrem wertvoll in Shurima und besonders gut funktioniert diese Comp, wenn ihr ein Shurima-Emblem auf dem Aatrox zum Beispiel packt und dadurch beispielsweise 7 Shurima spielen könnt.
Dann müsst ihr gucken, ob ihr entweder Javan oder Shen rausmacht. Wie gesagt, Shen ist meistens eher contested. Gesandte findet ihr auch relativ spät. Dementsprechend habt ihr häufig vielleicht sogar stattdessen einfach nur erstmal Talia und Renekton. Wieder zum Beispiel was in diese Richtung. Aber 7 Shurima sehr, sehr stark. Vor allem, falls ihr noch ein zweites Emblem bekommt, unbedingt 9 Shurima anstreben. 9 Shurima, stärkster Trait im Spiel. Wenn möglich, Aatrox noch itemisen. Der hat gerne Blutdürster oder hat auch einfach Damage-Items wie ein Deathblade. Aber ihr könnt natürlich auch einen Akshan einfach itemisen. Gerade ein Shurima ist ja auch eine starke Unit. Und er hat auch das Potenzial, in der Comp 3-Star zu werden. Eine andere Asi-Variante ist die 333 Comp. 3 Demacia, 3 Shurima, 3 Strategist. In der Variante ist aber Asi eher nur ein Sidekick neben Lux. Lux ist in der Regel der Main Carry. Häufig wird die Variante mit einem Statics Asi gespielt, weil der sehr, sehr gut Statics verteilen kann und gerne den Attack Speed hat. Bei der Variante müsst ihr beachten, dass es eine Burst Heavy Comp durch die Lux. Das heißt, die Fights gehen nicht so ewig lange. Da ist ein Rage Blade und ein Archangel ein Ticken schwächer. Lux spielt hier voll auf Burst. Blue Buff, Jewel Gauntlet zum Beispiel. Ihr bekommt AP über Strategist, deswegen ist ein Jewel Gauntlet stark. Und ihr könnt aber auch statt Blue Buff einen Shojin spielen, das ist eigentlich austauschbar. Magic Penetration wichtig, entweder Statics auf Asi oder Ionic Spark für die Frontline. Auch hier gerne Javan einen Vow geben. Nasus ist euer Tank. Auf Level 8 habt ihr mehrere Möglichkeiten. Die günstigste Variante ist Teemo zu spielen für Multicaster und 4 Strategists. Aber ihr könnt beispielsweise auch über Plus Demacia 5 Demacia spielen oder Plus Shurima 5 Shurima spielen. Dann könnt ihr Javan zum Shurima machen, mehr Shurima reinholen. Oder was ich auch ganz gerne mache, ist einfach Ryze reinholen. Und dann über Cassiopeia Invoker zu aktivieren. Das ist immer relativ flexibel. Asi gerne auch eher Burst-Heavy-Items geben, wie beispielsweise ein Giant Slayer oder ein Guardbreaker, weil die Fights hier immer in der Regel relativ schnell vorbei sind. Eine weitere Lux-Variante sind die Sorcerer. Dort ist natürlich auch Lux Main Carry hat hier noch mehr Damage-Potenzial über 6 Sorcs. Deswegen ist auch hier ein Gunblade gerne gesehen, weil gerade die Comp ein bisschen in der Frontline struggelt und Gunblade lässt ein bisschen noch die Frontline am Leben, dass vor allem Ahri mehr Zeit bekommt. Wenn ihr keine Ahri findet, könnt ihr auch hier die Items auf Vel'Koz packen und Vel'Koz auf 3 machen. Sorcerer Emblems sind hier sehr, sehr gerne gesehen. Dann könnt ihr Sona zum Beispiel zum Sorcerer machen und um auf Level 7 dann schon 6 Sorcerer spielen zu können. Oder über 2 Sorcerer Emblems 8 Sorcerer zu spielen, extrem stark. Ahri extrem heftiges Burst-Potenzial. Kann super stark sein. Demacia Item, wenn es geht, immer auf die Lux packen für mehr Damage. Auch hier im Protector's Vow, aber hier geht es vor allem um das Burst-Potenzial der Sorcerer. Deswegen ist hier Blue Buff oder Shojin Pflicht und gerne ein Gunblade. Kommen wir zu einer weiteren Lux-Variante mit 7 Demacia. Dazu habe ich ja schon mal einen Guide gemacht, wenn ihr gerne auf meinem Kanal auschecken. In der Variante Blutdürster, Titans für Garen Pflicht. Unbedingt diese beiden Items bauen. Garen gerne 3-Star machen, Javan bekommt die Tank-Items. Lux und Sona bekommen gerne Shojins. Lux könnt ihr Blue Buff oder Shojin gehen, es geht beides, je nachdem was ihr wollt. In der Variante müsst ihr beachten, Lux bekommt kein AP über Strategists oder Sorcerer. Das heißt, ihre Ability Power ist relativ gering. Dadurch ist sie nicht so krass mit Multiplier wie Giant Slayer oder Guardbreaker. Deswegen ist ein Rabadons hier häufig sehr, sehr gut. Diese Comp blüht auf, wenn ihr noch ein Demacia Emblem bekommt für Nasus, damit ihr beispielsweise noch eine schwache Demacia Unit rausnehmen könnt, um früher 7 Demacia 2 Juggernaut spielen zu können. Und dann könnt ihr auf Level 8 noch zum Beispiel ein Heimerdinger reinholen für auch hier mal wieder Anti-Heal und Penetration. Statt Nasus habt ihr auch die Möglichkeit, Aatrox zu spielen, den noch zum Demacia zu machen. Oder eine Gwen macht sich häufig auch ganz gut in der Comp. Gerade mit Aatrox und Kayle zusammen für den Slayer-Bonus. Da sind viele Möglichkeiten offen. Sona gerne Shojin geben. Sie zu freestylen ist auch eine Möglichkeit. Und sie kann auch Morello richtig, richtig gut nutzen, falls ihr beispielsweise keine Heimerdinger für Anti-Heal habt. So, kommen wir zu den Shadow Isles. Shadow Isles würde ich nur spielen, wenn man ein Shadow Isle Emblem hat. Bevorzugt auf einen Shen, der kriegt super dicken Shield, kann sehr, sehr lange in der Frontline leben. Und dann sind gerade Items wie Archangel auf einer Gwen, Rage mit Glister sehr, sehr gut, weil die Fights wirklich lange gehen. Magic Penetration ist sehr wichtig, entweder Ionic Spark auf Gwen oder ein Statics auf Kalista. Eine Gwen 2 ist besser als eine Kalista 2, aber eine Kalista 3 ist besser als eine Gwen 2 bezüglich Itemization. Und wenn ihr dann noch Items übrig habt, könnt ihr immer gerne einen Yasuo oder Aatrox noch utilizen. So, kommen wir zu den Invokern. Invoker ist eine Comp, die ich jetzt sehr viel gespielt habe, anfangs ein bisschen gestruggelt habe, mittlerweile gelernt habe, wie diese Comp funktioniert. Ihr wollt auf jeden Fall auf Level 7 6 Invoker Bastion Targon spielen, das heißt genau diese 7 Units spielen, falls ihr keine Emblems habt. Wichtig für die Comp ist Gunblade für Karma, damit die Frontline weiter am Leben gehalten wird. Taric trägt die Utility Frontline Items wie Ionic Spark, Sunfire, Redemption. Wenn ihr keine Ionic Spark habt, könnt ihr auf jeden Fall auch Statics spielen für Soraka.
Tank-Items unbedingt Shen geben. Ihn solo frontline lassen. Taric läuft dann neben Shen und kann mit seinem Shield Shen beschützen. Deswegen Shen auch gerne Gargoyle geben. Auch ein Titans oder selbst ein Rabadons funktioniert sehr, sehr gut. Hauptsache Shen bekommt Items. Invokers spiele ich besonders gerne mit Vega, damit man Druid Lotus in Stage 2 bekommt, um Karma Crit-Chance zu geben. Heißt, er muss kein Druid Gauntlet bauen. Gerade dann macht sich beispielsweise noch ein Archangel sehr, sehr gut oder Guardbreaker. Viele Leute machen das falsch. Karma 3 Stars in der Comp sehr wichtig, aber wenn ihr kein Invoker oder Ionia Emblem habt, müsst ihr Level 8 gehen. Ionia reinzubekommen ist extrem wichtig für Shen, für die Damage Reduction und auch AP für Karma. Heißt, immer Level 8 gehen, falls ihr keine Emblems habt. Dann spielt ihr einfach Irelia, natürlich bestenfalls eine Ahri, Hauptsache Ionia, egal. Wenn ihr ein Invoker-Emblem bekommt, gibt das Taric, dann müsst ihr entweder Agalia oder Cassiopeia nicht spielen. Cassiopeia gibt euch ein bisschen Damage und Anti-Heal, ansonsten Galio für ein bisschen mehr Frontline. Und schon könnt ihr auf Level 7 rerollen, um Karma 3 zu machen, wenn möglich auch gerne Soraka 3, Lissandra 3, Taric 3, alles möglich. Was auch extrem stark ist, Senna zum Invoker zu machen. Das bringt auch nochmal sehr, sehr viel Tankiness mit. Ansonsten wollt ihr natürlich auch noch das Board mit Ryze cappen und auch Aphelios für 3 Targon. Kann relevant sein, gerade wenn ihr vielleicht sogar noch plus Targon habt für 4 Targon. Aber beachtet hier auf jeden Fall, Shen ist sehr, sehr contested. Den auf 2 zu finden ist manchmal gar nicht so leicht und das macht natürlich Invoker auch ein bisschen weaker. Kommen wir zur nächsten Reroll, Tier 3 Comp, und zwar Noxus. Noxus wird überwiegend über Darius aufgebaut. Um eine gute Noxus-Runde zu haben, müsst ihr in der Regel in Stage 2 schon winstreaken. Das heißt, spielt die Comp am besten, wenn ihr Swain, Samira, Cassiopeia, irgendwas in diese Richtung upgradet habt oder vor allem mit einem Darius plus ein Item. Gerne Blutdürster für Heilung, aber auch ein Hand of Justice ist fein. Ein Giant Slayer ist häufig wichtig, um die Frontline kaputt zu machen. Infinity Edge sollte man mit Vorsicht genießen, weil ihr sonst relativ schnell stuck an einem Bramblevest-Tank seid. Könnt ihr auch beispielsweise eventuell einen Guardbreaker spielen. Heutzutage hat fast jeder Frontline-Unit sowieso ein Shield. Dadurch könnt ihr mit Darius Bonus-Damage bekommen. Für Katarina ist vor allem wichtig, einen Ionic Spark zu haben, damit sie Damage machen kann. Ansonsten irgendwelche Damage-Items geben, da gibt es so vieles. Gerne auch ein Crit-Item-Build mit Druid Gauntlet und Guardbreaker. Was sehr gerne gesehen ist, ist ein Zephyr auf den Swain, damit ihr bei dem gegnerischen Board den Tank hier vorne hochheben könnt und dann kann Darius häufig in die Backline laufen. Wenn ihr ein Emblem bekommt, sieht man häufig eine Variante mit Shurima, dass man Nasus und auch Azir spielt. In der Variante kann man beispielsweise Azir zum Noxus machen. Dann hat man hier nochmal die Möglichkeit, einen weiteren Carry aufzubauen. Aber das Wichtigste ist auf jeden Fall für Darius 3 zu gehen, ihn auf jeden Fall auf Level 7 auf 3 machen, bevor ihr Level 8 geht. Und dann könnt ihr natürlich euer Board noch cappen, indem ihr Cyan auf jeden Fall noch spielt und auch ein Heimerdinger oder Ryze ist gerne gesehen. Gerade ein Heimerdinger kann sehr, sehr relevant sein, weil euch häufig Penetration und der Anti-Heal fehlt. Und da hilft natürlich dann der Turret immer auf der Seite von Darius haben, damit er nicht an Tanks hängen bleibt. Deswegen gibt den Turret immer gerne Shrink oder Anti-Heal. Ihr könnt auch statt Shurima beispielsweise, vor allem wenn ihr Katarina als Carry aufbaut, Ekko noch als weiteren Carry aufbauen, ihn zum Noxus machen und dann als Juggernaut Aatrox spielen. Das ist auch nochmal eine Möglichkeit, das Board richtig gut zu cappen. Auch gerne Aatrox natürlich zum Noxus machen, je nachdem. Aber Noxus Ekko kann nochmal eine weitere Win-Condition sein. Da gibt es viele Möglichkeiten, aber beachtet auf jeden Fall, Darius ist euer Main-Carry in der Regel, den solltet ihr unbedingt itemizen, sehr, sehr früh haben. Bestmöglich ab Stage 2 Winstreaken, Stage 2, 3 muss euch gehören, dann auf Level 7 für Darius 3 gehen. So, kommen wir zu den Tier 1 Reroll-Comps. Da beginnen wir erstmal mit K-Reroll, ganz easy auf Level 5 Reroll für Maokai 3. Poppy 3, Kayle 3. Mit 3 Yorde wird Poppy zum 4-Star. Poppy ist euer Main-Tank in der Regel. Maokai kriegt dann eher so Utility-Tank-Items wie Sunfire Redemption. Poppy kriegt auch das Demacia-Item. Poppy kann die Demacia-Items richtig gut tragen. Kayle hat einige Demacia-Items, die sie nicht so gut tragen kann. In der Regel, wenn man hier Doppel-Rageblade Gunblade spielen. Aber auch Giant Slayer eignet sich hier ganz gut. Sobald ihr Poppy, Maokai, Kayle 3 habt, 3 Demacia, 3 Yorde, einfach nur noch Slayer reinholen. Das ist das Wichtigste. Pusht einfach nur noch Level, um einen Slayer nach dem anderen reinzuholen. Um auf einen Slayer zu kommen, gerne auch ein Slayer-Emblem zu bekommen. Und Teemo wird am Ende dann auch noch ausgetauscht mit Heimerdinger. Und dann könnt ihr euer Board hier nochmal ordentlich cappen. Diese Comp solltet ihr vor allem spielen, wenn ihr sehr früh viele Kayles, Poppy, Maokais habt, um sie schnellstmöglich auf 3-Star zu bringen. Aber auch Lee Sin eignet sich sehr gut, um diese Comp zu forcen. Noch besser ist es mit Silver Ticket, Golden Ticket und Unstable Yorder Delivery. So, kommen wir zu anderen Tier 1 Reroll Comp. Und zwar jetzt
diesmal um Tristana Forster. Hier macht man diesmal Maokai zum Main-Tank durch Shadow Isle, weil ihr kein Demacia spielt für Poppy. Poppy kriegt dann die Utility-Tank-Items. Tristana will unbedingt Last Whisper und Gunblade haben. Und als drittes häufig noch ein Damage-Item wie ein Giant Slayer, aber auch ein Guardbreaker eignet sich hervorragend. Um das Tristana-Board noch zu cappen, übergangsweise könnt ihr in dieser Comp auch Vego noch itemisen. Über Echo kriegt ihr Zaun und Rogue rein, könnt Vego dann nach vorne packen und in einigen Fällen kann Vego dann sogar einfach gegnerische Carries töten mit dem Rogue Proc. Häufig dreht man aber vier Gunner an, das passiert dann über Ziri und Senna. Müsst dann natürlich noch schauen, was Zaun ist, ob das halt sinnvoll ist. Ansonsten könnt ihr natürlich, wenn Zaun nicht cool ist, einen Jace spielen, um nochmal den Attack-Speed hochzumachen von Tristana. Ansonsten könnt ihr das Board noch mit Plus Shadow Eye sehr, sehr gut cappen, beziehungsweise mit einer Gwen. Die macht sich auch nochmal sehr, sehr gut, um bestmöglich vier Gunner, vier Shadow Eye zu spielen, denn sie kommt wirklich sehr, sehr stark auch im Late Game. Und hier natürlich auch Teemo irgendwann droppen für Heimerdinger, für Anti-Heal, Penetration oder was ihr euch wünscht. In der Variante habt ihr ja häufig sogar über Last Whisper oder Sunfire nötige Sachen. Da könnt ihr in der Variante auch den Heimerdinger Turret zum Tank machen. Über dreimal Repair, um hier noch mehr Frontline zu generieren. Häufig könnt ihr dann auch Ziri Attack Damage Items geben, um sie als weiteren Carry aufzubauen oder halt Gwen über Ability Power Items. So, last but not least, Bill Gates Comp, Legendary Comp, wie man es halt auch betiteln mag. Diese Comp spielt ihr, wenn ihr Level 9 rushen könnt und ordentlich Gold habt. Das passiert über Aurelion gerne, über Level Up, über Tam Kench mit Hedge Fund oder Final Reserves. Dann wollt ihr in der Regel Bevef Ahri Carry spielen. Bevef hat unglaublich gerne Edge of Night mit Rapid Fire Cannon. Edge of Night für den Aggro Drop, Rapid Fire Cannon für mehr Attack Range. Ahri hat sehr, sehr gerne einen Blue Buff für schnellere Casts oder Shoujin. Und da man hier nur zwei Sorcerer spielt, unbedingt auch gerne Rabadons hinzufügen. Karma seht ihr richtig in die Frontline packen, damit sie frühzeitig stirbt, damit der Ionia Proc auf Shen und Ahri passiert. Als drittes Item gerne natürlich Ahri noch Damage geben, Bevef auch Damage geben oder auch ein bisschen Heilung über Hand of Justice oder Blutluster. Hier müsst ihr beachten, rollt nicht unbedingt für Heimerdinger Turret Upgrades, wenn ihr noch nicht Bevef Ahri auf 2 habt, weil die auf 2 zu bekommen ist häufig wichtiger und Heimerdinger Turrets sind schon relativ teuer. In der Variante könnt ihr natürlich noch Cyan oder Aatrox noch als weitere Carries aufbauen. Wenn ihr Aatrox als Carry aufgebaut habt, sehr, sehr gerne noch Gwen reinholen für Shadow Isle Slayer. Sie kann man natürlich dann auch nochmal itemisen, gerade im Super Late Game, wenn ihr dann noch mehr Möglichkeiten habt. Aber das Wichtigste ist, Bevef itemisen Ahri als erster, zweiter Carry. Ihr braucht unbedingt irgendeinen Tank, sei es jetzt Cyan, Shen oder eventuell Aatrox. Sejuani funktioniert theoretisch auch. Und Senna und Heimerdinger gerne noch viel Utility mit reinbringen. Und auch ein Ryze, je nachdem, was es für ein Ryze ist, macht sich natürlich gut. Und auch last but not least Legendary Gesandte macht sich natürlich auch nicht so verkehrt mit Bastion für Shen. So, das waren jetzt alle aktuellen Meta-Comps, wie man sie am besten spielt. Ich hoffe, es war informativ, es hilft euch noch zum Climben. Checkt gerne meine anderen Guide-Videos aus, abonniert diesen Kanal, kommentiert gerne, ob ihr gespannt auf das neue Set seid. Checkt meinen Twitch-Kanal aus, ich streame fast jeden Abend auf Twitch. Danke fürs Zuhören und viel Erfolg beim Grind.